vs. Wild. Was ist denn 7 vs. Wild, Digga? 1 Million Aufrufe. 7 vs. Wild, so cool. Hab bei Sascha Huber Reaktion gesehen. Survival in der 7 Tage in Schweden überleben. Also wenn ihr jetzt hier nicht... Das muss mindestens eine 8 von 10 sein, Freunde. Hey Leute, ich bin's Fritz und willkommen bei 7 vs. Wild. Bruder, die Bewertung. 156.000 Likes, 1.000 Dislikes. Besser als Netflix. Umgespielt. Hyped, Bock, Bruder, es muss mindestens eine 8 sein. Der Fernspieler-Boni sitzt, das heißt, es wird ernst. 7 Kandidaten werden ausgesetzt für genau 7 Tage in der Wildnis von Schweden. Und jeder konnte sich im Vorfeld 7 Gegenstände aussuchen, die ihm das Überleben ein bisschen einfacher. Also, die meisten schreiben, Folge 2 ist 1000-mal besser, aber ich muss es ja verstehen. Ich muss es doch verstehen. Folge 2 soll anscheinend krass sein. Erst 1, ja, wir müssen, ja, wirklich, wir müssen 1 gucken. Es gibt zusätzlich noch jeden Tag eine Challenge, die bewältigt werden muss. Und ich würde sagen, wir starten als allererstes mit dem Equipment. Voll die gute Idee. Soll ich das ganze Projekt leicht soll vorspulen? Ich glaube, das bekommt man nicht mit. Wiedergabegeschwindigkeit, das hier. Natürlich für euch auch ordentlich gefilmt werden, deswegen gibt es ein Technik-Kamera-Case. Dort haben wir 2 Action-Kameras drin. Passend dazu natürlich noch Akkus, Ladegeräte, Speicherkarten, diverse Befestigungen, wie zum Beispiel ein Headstrap für den Kopf oder auch ein Stativ. Zusätzlich bekommt noch jeder Teilnehmer eine Kopflampe mit nochmal Ersatzbatterien, damit auch in der Nacht für euch die eine oder andere Aufnahme eingefangen werden kann. Und die Stromversorgung funktioniert mittels Powerbanks, die für den Worst Case auch nochmal Solar drauf haben. Sicherheit spielt bei so einem Projekt natürlich auch eine große Rolle, denn ich persönlich will nicht, dass jemand mit den Füßen zuerst wieder rauskommt. Deswegen gibt es ein Erste-Hilfe-Set hier an der Seite. Das trägt der Kandidat immer bei sich, ist aber verblombt. Das heißt, man sieht, ob das Ganze benutzt worden ist oder nicht, und das führt auch zum Punktabzug. Im Worst Case greift man einfach hier ran, reißt da ein bisschen rum und dann bricht das automatisch. Und dann? Dann kann man das aufmachen und sich hiermit quasi versorgen. Also, die müssen überleben, Freunde. Die werden rausgehen und die müssen überleben. Okay. Ich glaube aber, es ist wirklich besser, wenn wir das so hören, sonst ist es mir sehr nervig. Ganz wichtig, die Sachen, die hier drin sind, sind für den absoluten Notfall, wenn die Kacke am Dampfen ist. Wenn ich hier einen Splitter habe oder Zeckenzange oder irgendein Quatsch, ist hier natürlich nicht drin. Sondern wenn man sich stark verletzt, irgendeine Blutung stillen muss, dafür ist hier gesorgt. Das Ganze darf nicht zweckentfremdet werden, also jetzt hier mit der Mullbinde anfangen, irgendwie Feuer zu machen. Kann ich hier auf alles reagieren? Ist da irgendwas zu sehen? Das ja, als Paracord-Ersatz nehmen, das ist für den absoluten Notfall. Je nach Situation kann es natürlich dazu kommen, dass man jetzt Hilfe rufen muss. Und dafür befindet sich hier hinten ein Telefon. Dieses Telefon ist nochmal extra in einer Hülle mit einer Blombe. Das heißt, man bricht das Ganze. Benutzen des Telefons führt zur Disqualifikation. Okay, es ist ein Turnier. Es ist sowas wie ein Turnier. Es ist ein Wettbewerb. Wieder. Und kommt nun an das Telefon, welches ausgeschaltet ist, man dann anschalten muss. Und damit kann man Hilfe holen. Und ihr seht schon, das Handy muss natürlich auch optimal geschützt werden. Hat ein Panzerglas vorne drauf und befindet sich in einer Outdoor-Hülle von... Natürlich, Rhino Shield. Ja. Die Ehrenmänner und Ehrenfrauen sind bei diesem Projekt mit am Start. Ihr seid die Besten, gute Werbung, hä? Gute Werbung da. Digga, was? Als ob das das aushält. Warte mal. Und vor allem auch die Kameralinse ist heile geblieben. Doppelt hält besser. Wir haben jetzt unten an der anderen Ecke nochmal einen schönen Impact. Die Frage ist, wie sieht das Telefon da drunter aus? Auf jeden Fall gut Moos drin. So. Super Placement, echt ein gutes Placement. Sieht gut aus. Ja. Handy hat's überlebt. Die Hülle. Sind ja fast so gut wie meine Placements. Jeder Teilnehmer hat zusätzlich einen GPS-Tracker am Mann, damit das Rescue- und Backup-Team zu jeder Tages- und Nachtzeit Bescheid weiß, wo sich die Teilnehmer befinden. Im absoluten Notfall, man stürzt hin, offener Bruch, Bärenangriff, was weiß ich, gibt es hier an der Seite noch einen SOS-Knopf. Ja, den drückt man drauf und dann wird per Satellit ein Notfallsignal an die nächste Rettungsstelle gesendet. Also, wird das Handy benutzt, ist der Termin ausgeschieden. Als Sicherheitsvorkehrung müssen die Teilnehmer an einem Tag über das eine vorgefertigte Nachricht im Turm senden. Zur Nachricht kann sie eingetragen, erfolgt die Rettung durch das Backup-Team. Über das GPS findet keine Kommunikation statt. Die Teilnehmer drücken lediglich 2 Knöpfe zum Herauschecken der Nachricht. Bei akuter Gefahr für Leib und Leben kann der Notfall-SOS-Knopf am GPS gedrückt werden. Die Alarm... Okay. Aber...
Also ich hätte ein Hauptproblem mit Essen. Sonst, was soll denn da passieren? So einfach mal wirr gedacht. Ich habe keine Ahnung, aber als ob da irgendwie... Ja, wo sind die denn in welchem Wald? Sind ja nicht irgendwo im Regenwald, oder? Im großen Projekt gibt es natürlich auch Leute im Hintergrund. Das sind unter anderem Max und Johannes, die kennt ihr vom Live-Kanal. Und die machen hier Orga und sind natürlich auch mit im Rescue-Team. Zusätzlich ist auch Jens Schön. Mit im Team von Scantrack, ja, Kanu-Reiseanbieter. Mit dem war ich die letzten 4 Jahre unterwegs. Ihr habt die Videos gesehen und geliebt. Wer generell mal Bock hat, ja, Schweden zu erleben und selbst auf Kanu-Reisen unterwegs zu sein, auf jeden Fall auch mal den Link in der Videobeschreibung checken. Der hat das Ganze hier vor Ort mit ausgekundschaftet und auch mit möglich gemacht. Und dann gibt es noch 2 weitere wichtige Personen, aber die stellen Sie jetzt mal persönlich vor. Ich bin Jan Philipp, ich bin Teil des Rettungsteams, bin Notfallsanitäter und Philipp. Seit 7 Jahren hauptberuflich im Rettungsdienst tätig. Was geht? Ich bin dafür zuständig, bei schweren Verletzungen, offenen Brüchen, Schnittverletzungen oder Vergiftungen lebensrettende Sofortmaßnahmen einzuleiten und die Zeit zu überbrücken, bis der Rettungsdienst eintrifft. Die 3 größten Gefahren sind die Unterernährung, Unterkühlung und darauf folgende schwere Verletzungen. Ja. Kopfschmerzen, allgemeine Übelkeit, Schwäche hat das Ganze zufolge. Darauf folgt dann die Unterkühlung. Da versucht sich der Körper anfangs noch ein bisschen gegen zu wehren durch Zittern, erhöhten Herzschlag. Irgendwann wird er aber kapitulieren, wird sich zentralisieren. Arme und Beine werden nicht mehr anständig durchblutet. Und das Ganze wird dann auch tatsächlich dann irgendwann ziemlich kritisch. Hey, jag heter Matti. Jag är halvsvensk, halvtysk. Ja, ich heiße Matti. Ich bin halb Schwede, halb Deutscher. Ich habe hier in der Gegend als Ranger gearbeitet, eine Zeit lang. Wir haben neben den nervigen Zecken und Mücken auch noch ein paar andere schöne Tiere. Unter anderem eine relativ große Population an Wölfen, die sich hier doch sehr ausgebreitet haben, gerade in der Gegend, wo wir jetzt hier sind. Wir haben natürlich das Übliche wie Wildschweine, Elche, die zwar auch schön sein können, aber auch gefährlich. Und tatsächlich auch eine relativ große Bärenpopulation. Wusstet ihr, dass Bären richtig gefährlich sind, Freunde? Bären sind underrated im Gefährlichsein. Die sehen zwar ganz süß aus, guckt ihn euch mal an. Würdet mit denen gerne eine Runde knuddeln, aber die sind der Wahnsinn. Jetzt hier in der Gegend, wo wir uns jetzt befinden, waren es gemessen, waren es 18, um die 3000 Stück. Es werden ein paar mehr geworden sein. Was macht man, wenn man einen Bären in der Wildbahn sieht? Guck mal, wie süß der aussieht, wie süß und friedlich. Guck mal, wie süß und friedlich. Rennen, wenn es irgend geht, auf keinen Fall. Weil Bären sind schneller als Menschen, das wissen viele da draußen nicht. Auf keinen Fall auf den Baum klettern, weil in der Disziplin ist der Bär auch besser. Also dann sollte man wirklich versuchen, sich zu entfernen. Nice. Ist es so, dass er wirklich in Angriff übergeht, dann sollte man sich auf den Boden legen, Kopf und Nacken schützen, wenn man einen Rucksack dabei hat oder irgendeine Tasche, am besten über den Nacken, über den Kopf. Und dann hoffen, dass er irgendwann das Interesse verliert. Nice, habt ihr bärlich. Wer alles mit dabei ist und für welche Gegenstände sich die einzelnen Teilnehmer entschieden haben, seht ihr jetzt. Kannst aber auch nichts anderes machen. Ja. Pascal aka der Bommel. Feinschmecker, Gear-Junkie, 100 Kilometer Marsch-Finisher. Wenn es um Geschmack geht, lässt Bommel nicht mit sich streiten. Er ist der Chefkoch, am Lagerfeuer oder in der Heckküche seines selbstgebauten T5-Bullets. Und Kevin, danke für die Subs. Am liebsten ist er mit den besten Produkten, die der Outdoor-Bereich zu bieten hat, unterwegs. Ist seine High-End-Ausrüstung ein Vorteil? Als ersten Gegenstand von meinen 7 Gegenständen habe ich natürlich einen Schlafsack gewählt. In dem Falle der Carinthia. Ach guck mal, die dürfen 7 Sachen mitnehmen. Also für alle, das ist anscheinend hier, Freunde, das ist eine Folge, die komplett viral geht. Alle meinten, ich soll darauf reagieren. Das ging richtig ab. 156.000. Ich bin so krass gespannt, das muss mindestens eine 8 von 10 sein. Da, ich weiß nicht, ob es einen Preis gibt. Die dürfen 7 Sachen mitnehmen und müssen in der Wildnis überleben. Defense 4. Weil guter Schlaf ist wichtig und deswegen kommt ein guter Schlafsack mit. Ich hätte Rabib mitgenommen, der hat ja gegen den Bären gekämpft. Ey, nee, ist ein Joke. Als zweiten Gegenstand habe ich einen Tarp gewählt, 3x3 Meter. In dem Falle jetzt mit Kammermuster. Ganz klar, das Wetter ist sehr wechselhaft in Schweden und deswegen. Schlafsack, Messer. Also, lass uns mal hier ganz 10.000 Preisgeld, okay? Können Sie auch beim Illegaler Cup mitmachen, eventuell ein paar Mal. Schlafsack, Messer. Was noch? Trinkflasche, super cool. Wasser, also Trinkflasche, Messer, Schlafsack, Feuerzeug, Zelt, Controller, Fernseher, PlayStation 5, Playboy Magazin. Tarp als Ring und Windschutz. Zelt ist verboten, achso, okay. Mein dritter Gegenstand ist dieser Topf mit Deckel, dass wenn man Wasser sucht, dort das Wasser aufkommt. Rucksack würde ich mitnehmen. Bewahren kann. Und natürlich, falls man Bären sammelt oder irgendwas anderes sich zubereiten möchte, dass man dann ein entsprechendes Gefäß hat. Sei. Als nächsten Gegenstand habe ich hier meinen Paracord. Ganz klar natürlich, um entsprechend das Tarp zu befestigen
oder ein Rucksack. Digga, ein Rucksack underrated, ihr könnt damit so viel machen mit so einem Rucksack. Oder ähnliches oder ein Unterstand etc. Also einfach als Befestigungsmaterial. Als fünften Gegenstand habe ich gewählt eine Hängematte mit Moskitonetz. Primär nicht um zu schlafen, sondern einfach um den Vorteil des Moskitonetzes zu nutzen. Also Insektenschutz. Gegenstand Nummer 6 wäre bei mir die Axt. Klar, natürlich um in erster Linie Holz zu bearbeiten, aber auch die Klinge als Schneidefläche zu nutzen. Ja. Und der letzte Gegenstand, ganz klar, Feuerstahl, denn ohne Feuer könnte es kalt werden. Ja. Größte Problem wird für mich, glaube ich, der Regen werden, denn ich bin einfach kein Freund von Regen. Schlafsack, Tarp, Topf, Paracord, Hängematte, Axt, Feuerstahl. Ich glaube, am schwierigsten wird es Chris haben. Einfach, weil ich denke, dass er die wenigste Erfahrung im dauerhaften Draußensein hat. Wenn ich gewinnen sollte, würde ich das Geld gerne der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger spenden. Warum ausgerechnet dieser Gesellschaft? Ganz einfach, weil die Seenotrettung in Deutschland unterfinanziert ist und deswegen für mich ein wichtiges Thema. Ehrenmann. Marcel, danke für deine mühsamen Achten. Das ist ein Jungbürger. David Henrichs, Kreativkopf, Jungunternehmer, Workaholic. Wer ohne... Ist es ein YouTuber? Lol, da machen YouTuber mit. Wie lustig wäre das, wenn ich auch mal bei sowas mitmache? Hä, was ist das für eine gute Idee? Das ist kein Jürgen. Nee, ist auch nicht. Aber ich dachte, es kam mir bekannt vor, das Gesicht. Ja, der immer so Sachen tradet, stimmt. Vorerfahrung einen 4000er besteigt, der ist extrem mutig oder einfach nur naiv. Vielleicht ist eine Kombination aus beidem Daves Erfolgsrezept. Lösungsorientiert und ambitioniert geht er jedes Problem an, das sich ihm in den Weg stellt. Aber kann ein absoluter Neuling ohne Vorerfahrung 7 Tage in der Wildnis überleben? Ich kann mich so gut quälen, Freunde, glaubt nicht. Ich würde es 7 Tage in der Wildnis, ich schwör's euch, ich glaube, wenn er jetzt nicht unbedingt irgendwelche scheiß Bären mir hinterherrennen und irgendwelche Wölfe mir in den Arsch speisen wollen, dann glaube ich, schaffe ich das. Der erste meiner 7 Gegenstände, ein Feuerzeug, nicht wie ich vermute bei vielen anderen vielleicht ein Feuerstahl. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, deswegen Feuerzeug. Ja. Zweiter Gegenstand, ein Messer, was für eins, keine Ahnung, aber ein stabiles, auf das ich draufhauen kann, für kleineres Holz, für normale Arbeiten, für alles, was ich so machen werde. Gegenstand 3 Gegenstände, ich als Stadtkind. Hygieneset, wir haben Zahnputzzeug und... Digga, da hätte ich ja komplett drauf geschissen. Dann stinke ich halt nach Scheiße, ist mir doch egal. Eine Biodegradable-Seife, damit ich die 7 Tage auch schön reinlege. Wobei, manchmal ist so Hygiene ganz gut. Ich glaube, damit kannst du dich säubern und dann bist du nicht eher krank. Aber das kannst du eher, weiß ich nicht, kannst du halt mal ein bisschen auf Seife verzichten. Gegenstand 4, zum Messer noch dazu, eine Klappsäge für größere Holzarbeiten, zum Camp bauen, zum Feuerholz machen in großen Mengen. Ich glaube, die wird mir den Arsch retten. Gegenstand 5, ein Topf oder ein kleiner Becher mit Griff für Wasser, für Kochen, wenn es dazu kommt. Und alles, was es über dem Feuer zu machen gibt. Gegenstand 6, ein Tarp zum Regenschutz, glaube ich, essentiell. Und es würde mich wundern, wenn das jemand nicht dabei hätte. Ich will auch sowas mal machen. Ich will offizielle Anfrage. Illegal, das für sowas zu haben. Nicht gerade in der FIFA-Zeit, aber ihr seht mich da irgendwo dann August. August, Juli, Juni. Nach dem Trotz. Offizielle Anfrage raus. Ich will dabei sein. Ein Decathlon-Schlafsack, Komforttemperatur bis 5 Grad, hat mir wunderbare Dienste geleistet auf dem Berg, auf der Fahrradtour. Und das wird er hoffentlich auch hier tun. Keine Daune, illegaler weil Wildnis so kann er nass werden. Meine größten Probleme werden vermutlich Schlaf, trockener Schlaf, genug Schlaf und Essen werden. Das alleine sein für 7 Tage vielleicht auch noch. Ach. Ich glaube, niemand bricht ab, wir beißen uns 7 alle Tage durch, aber ich wäre vermutlich die Person, die als erstes rausfliegen würde. Wenn ich gewinnen sollte, geht das Geld an Amnesty International, weil die sich um so ziemlich alles kümmern, was so falsch läuft. Der Mann gewinnt, das sehe ich in seinen Augen. Survival Martin. Prepper, Überlebenskünstler, Entertainer. Ah, doch. Der wohl verrückteste Kerl, dem man auf YouTube begegnen kann. Er schreckt vor nichts zurück, auch nicht... Digga, da machen YouTuber mit. Offizielle Anfrage ist draußen, ehrlich. ...vor waghalsigen Experimenten und Selbstversuchen. Er hat bereits 14 Tage am Stück nichts gegessen, doch lange alleine war er noch nie. Wird die Isolation das sind ihn in die Knie zwingen? Ach so. Der erste meiner 7 Gegenstände ist... Der Savotta-Schlafsack ist ein normaler Military Sleeping Bag, ähnlich wie der Defense 4. Ja, wie der Defense 4, Chat, den kennt ich, den habe ich auch letztes Jahr noch gehabt. Habe ich dann aber geupgradet. Hat mir nicht so gefallen beim Tragekomfort. Dann habe ich eine Hängematte, die habe ich bei, weil ich Angst vor Mücken habe. Wasserfilter, weil ich keinen Durchfall möchte.
ein arschgeiles Messer, weil ich Fische ausnehmen will. Ein Feuerzeug, erklärt sich selbst. Eine Baumarktplatte, 3x3 Meter. Und zum Schluss mein Angelset. 25 Meter Sehne, 5 Haken, oh, ist gerade aufgegangen. Und 2 Vorfächer. Mein größtes Problem bei Seven vs. Wild wird die Isolation sein. Ich war noch nie in meinem Leben 7 Tage alleine, 7 Tage ohne Social Media oder sonst irgendwelchen menschlichen Kontakt. Ich glaube, der Erste, der bei Seven vs. Wild rausfliegt oder geht, freiwillig oder auch nicht, wird wahrscheinlich Chris sein. Weil er hat die wenigste Erfahrung und, glaube ich, nimmt das alles ein bisschen lockerer als der Rest. Ich gebe euch mal meinen Tipp, okay, mein Ding. Das größte Problem wäre bei mir, glaube ich, Essen. Ich kann halt keine Tiere, was soll ich damit, ich kriege das nicht organisiert, ich kriege auch keinen Fisch organisiert. Ich müsste mich dann von Nüssen, Obst und Beeren und sowas, aber da weiß ich gar nicht, was man da essen darf. Da steht ja nicht Himbeer drauf oder irgendwas, muss ich dann halt herausfinden. Essen wäre bei mir das größte Problem. Schlafen, ich habe auch schon bei Orten geschlafen, Freunde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Sollte ich bei Seven vs. Wild gewinnen, gehen die 10.000 Euro an die DLRG Lütjenburg, denn die haben mich bei meiner Rettung sind sie unterstützt und retten jeden Tag Leben und brauchen jeden Cent. Bären und Wölfe rum. Ich krieg's hin. Es ist Chris, es ist Niklas. Niklas on fire. Jäger, Feuerwehrmann, Kletterer. Niki. Wenn Niklas nicht gerade in brennende Häuser rennt, um Babys und Jungfrauen zu retten, dann findet man ihn meistens im Wald. Niki. Er interessiert sich als Jäger nicht nur für Wild, sondern auch für nützliche und essbare Pflanzen. In seinem Leben geht es täglich um wichtige Entscheidungen. Doch kann er auch die richtigen für sich selbst treffen? Oh, da sieht lecker aus. Mein erster Gegenstand ist der Carinthia Defense 6, ein dicker Winterschlafsack. Ja, den meint, das ist dann ne, der Sechser halt. Weil ich denke, der Vierer war zu unpraktisch, Chat. Mein zweiter Gegenstand ist das Helikontext Supertarp, 3x3 Meter, weil ich denke, dass auch Feuchtigkeit hier eine große Rolle spielen wird und ich möchte vor Regen und Witterung geschützt sein. Hab ich auch so gewusst. Ein 2,5 Liter Kochtopf aus Edelstahl, mit einem Deckel, den man ebenfalls als Pfanne nutzen kann. Oh. Defense 6. Als vierten Gegenstand nehme ich 30 Meter Paracord mit. Damit kann man alles Mögliche machen. Und insgesamt habe ich ja mit den Strängen, die hier drin verarbeitet sind, weitaus mehr als 30 Meter. Der fünfte Gegenstand, natürlich ganz wichtig, ein Feuerstahl, ein On-Fire-Feuerstahl, um mein Feuer anzubekommen. Cool. Als sechsten Gegenstand habe ich das Oberland Arms Widerer, schön langes Messer mit durchgehendem L. Das liegt. Kann man viel mitmachen, kann man schnitzen, betonen. Sehr, sehr wichtig. Als siebten Gegenstand habe ich mich für eine Grünschnittsäge aus dem Baumarkt entschieden, ist von Fiskars. Ich wollte keine Klappsäge mitnehmen, weil das Packmaß ja hier keine Rolle spielt und umso länger die Säge, umso größere Stämme kann ich sägen. Habe ich auch. Ich denke, mein größtes Problem könnte sein, dass ich noch nie 7 Tage alleine war und noch nie 7 Tage ohne Handy. Allerdings freue ich mich auch genau darauf. 7 Tage alleine, 7 Tage ohne Handy. Ich sage euch ehrlich, das kriegt man. Wenn so eine Challenge ist, ich würde das hinkriegen. Ich würde das hinbekommen. Essen, Problem und Bären und so auch ein Problem. Hab keinen Bock, da irgendwie angegriffen zu werden. Am meisten. Wer als erstes rausfliegt, du unterschätzt ich das. Ich krieg das. Keine Vermutung, ich weiß nicht, vielleicht Chris oder Dave, die nicht raus. So viel im Wald zu tun haben und noch nie so oft draußen waren, denke ich. Aber Chris ist so ein Urban Survivor, der schläft auch im nassen Schlafsack, dem ist das scheißegal. Ich Abstimmung im Chat, ob ich das hinbekommen würde. Würde ich da, was ist denn das Ziel? Ich einschätze. Das Ziel ist ja nicht, wer zuerst was macht, sondern das Ziel ist es, nicht diesen Knopf nach Hilfe zu holen. Du musst einfach 7 Tage überleben, sozusagen. Kacken, Problem. Ach, setze ich mich da kurz hin, hol mir da ein paar Blätter runter, guck mir das ganze Ding da an, heb meinen Haufen da rein, alles in Ordnung. Wir sind jetzt vor kurzem auf dem Berg, aber das wären die beiden, wo ich sagen würde, vielleicht sind die als erstes draußen. Sollte ich das Ding hier gewinnen, was ich natürlich hoffe, wird meine Spende an die Jugendfeuerwehr gehen, weil ohne die Jugendfeuerwehr wäre ich nie zu meinem Traumjob. Ich habe so viele Weekend Leagues hinter mir, Freunde, da muss schon echt viel mehr kommen. Zur Berufsfeuerwehr gekommen. 91% auf Nein. Chris aka Reloady Hack. Streamer, Lost Place Oldschooler, Chatroulette Legende. Streamer? Als ehemals größter YouTuber im Bereich Lost Places und Urban Exploring hat Chris schon einiges erlebt. Aber auch im Bereich Outdoor und Bushcraft ist er kein Anfänger. Sorglos kriecht er in Löcher, klettert auf rostige Dächer und legt sich im Wald in den Dreck. Allgemein wird ihm eine hohe Schmerz- und Leidenstoleranz zugeschrieben. Ist seine Scheißegal-Einstellung hinderlich oder vorteilhaft? Kommen wir zu meinen 7 Gegenständen. Als erstes, glaube ich, jeder nimmt den mit, und zwar ein Schlafsack. Das ist der Schlafsack aus dem On-Fire-Shop. Vergleich mit dem Defense 4 ist eigentlich für den Winter gedacht, aber wir sind ja in Schweden, damit es auch Der Defense 4, Chat. Deswegen der Schlafsack.
Immer Nummer wieder, ich sag's auch immer wieder, der Defense 4. Zwei Messer, ich glaube, ohne Messer geht auch keiner raus, das ist jetzt hier ein SE4. Ist eine relativ große Klinge, ja, relativ stabil, damit sollte eigentlich alles easy machbar sein. Zur Holzbearbeitung habe ich mich für eine Säge entschieden, und zwar für eine richtig große Säge. Das ist der Big Boy von Silky, um ein bisschen was, also wirklich jetzt. Der Big Boy. Ich habe mal auf Sydneys Handy geguckt, Snapchat-Verlauf. Da waren wir irgendwo auf dem Weg, irgendwo hin. Da ist Sydney gefahren, dann hatte ich sein Handy. Dann hat ihm ein Mädchen geschrieben, ich kann es kaum erwarten, dein Big Boy zu lutschen. Und ich schwöre auf alles, das ist so genau dieser Wortlaut. Das ist Sydney im Chat. Big Boy. Das Real Talk ist wirklich wahr. Frag Sydney, dass ich das nicht gesagt habe, frag. Schreibt einfach bei Sydney Big Boy und Eli im Chat. Er wird es verstehen. Dicke Stämme durchsägen zu können, ein bisschen was zum Bauen. Papa ist ganz erstaunt. Weil ich kein Tarp mit habe. Mein vierter Gegenstand wird ein Feuerstahl sein, und zwar ein richtig großer, damit ich auch Feuer ankriege, wenn es dann auch wirklich nass draußen ist. Alle haben das. Ja, weil wenn es regnet, bin ich hiermit auf der sicheren Seite. Gegenstand Nummer 5 wird ein Topf sein, und zwar ein kleiner Titantopf, 750 Milliliter, okay, zum Kochen, zum Braten, um was zu trinken, das sollte man auch immer dabei haben. Gegenstand Nummer 6, ich glaube, ich bin damit der Einzige. Warum? Ein Hygieneset. Warum? Na, Zahnbürste mit ein Stück Seife und Zahnputztabletten, ja, weil ich kann auf alles verzichten. Das ist scheißegal, wenn du nur überleben musst. Dann riechst du halt nach Scheiße. Das ist doch egal, das sieht doch eh keiner. Aber 7 Tage lang keine Zähne putzen. Nee. Und der letzte Gegenstand wird dann das Angelset sein, bestehend aus 5 Haken und 25 Meter Schnur, damit ich auch was zwischen die Kiemen kriege. Weil ohne Essen wird schwierig. Angeln müsste man, glaube ich, schon echt können. Das wäre schon meine schlecht. Größten Probleme durch die Essensbeschaffung. Das sollte ja klar sein, ne? 7 Tage und nichts zu essen habe ich so noch nicht gehabt. Vielleicht auch die Kälte, weil es wird nass, auf jeden Fall. Hat ja heute schon geregnet. Und ich glaube, wenn ich dann da wirklich nass liege und der Schlafsack auch nachts ist und vor allem nachts ein bisschen kälter ist, dann, und vor allem wenn man wenig isst, dann frierst du noch schneller. Ich glaube, so Nässe, Kälte. Nimm die 2 Euro mit. Sehr. Wer zuerst rausfliegt. Ich glaube Dave, weil Dave meiner Meinung nach oder meines Wissens nach noch nicht draußen gepennt hat. Nicht mal eine Nacht oder so richtig. Open Air, quasi ohne Zelt, ohne alles. Und ich glaube, der überschätzt sich da leicht. Wenn ich gewinnen sollte, geht das Geld an das Tierheim in meiner Nähe, also Tierheim Berlin. Das ist quasi Support Your Locals. Die brauchen immer Geld, die haben da sehr viele Tiere, da muss Essen gekauft werden, die brauchen mehr Raum, die brauchen andere, weiß ich, Medikamente oder andere Geräte. Also ans Tierheim Berlin, auf jeden Fall. Drachenbäume einmal die Woche, dann reichen 7 Tage. Fabio Schäfer, Naturbursche, Mountainbiker, MMA-Fighter. Oh. Fabio verbringt viel Zeit in der Natur, sowohl auf dem Bike als auch zu Fuß. Seine Füße benutzt er außerdem auch, um Gegner im Oktagon kaputt zu treten. Aber er ist auch liebevoller Familienvater. Ein Mann mit vielen Facetten und mindestens genauso viel Biss. Ist sein Kampfgeist der Schlüssel zum Sieg? Mein erster Gegenstand ist hier das Messer. Ohne Messer geht nichts in der Wildnis, gibt mir Sicherheit, und das war ganz klar Gegenstand Nummer 1. Der zweite Gegenstand ist Feuerstahl. Das ist so ein Luxusprodukt für mich, weil der spendet mir Wärme, und deshalb habe ich den ausgewählt. Wo sind die anderen Sachen? Das war's. Mehr habe ich nicht dabei. Weiß ich nicht, Fabio. Muss dir niemandem was beweisen. Muss nicht den Helden spielen. Niemand spielt da den Helden, ehrlich. Warum? Ich hatte nach meiner Einladung relativ schnell meine 7 Gegenstände in der Liste runtergeschrieben und dachte mir dann, boah, ich habe so Bock, Vorfreude am Start, ich bin gehypt, aber habe so für mich gemerkt, ich habe keinen Bammel, ich habe keine Angst. Und hier das Projekt geht ja auch darum, an seine Grenzen zu kommen, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Und dann dachte ich, muss einfach ein paar Sachen streichen. Ursprünglich sollte es nur das Messer sein, aber das habe ich mir dann doch nicht zugetraut, weil ich dachte, Feuer wäre schon ganz nice. Und jetzt sitze ich hier und bin zum ersten Mal aufgeregt, kurz bevor es losgeht. Fapse, wenn du da rausfliegst als erstes oder zweites, dann guckst du dumm aus der Wäsche, ich sag's dir. Und weiß somit, dass es die richtige Entscheidung war. Ich denke, mein größtes Problem wird der Regen sein, Nässe, Kälte. Ich habe keinen Tarp dabei, ich habe keinen Schlafsack dabei. Das heißt, selbst wenn ich den Tag über nass werde, im Regen rumlaufe, Nahrung besorge, habe ich nicht im Hinterkopf, heute Nacht liegst du schön warm im Schlafsack unter dem Tarp, das sich vor weiterem Regen schützt. Und das wird meine größte Herausforderung, plus, dass ich schlichtweg meine Family, meine Frau, meine Kinder... RTG, der Mann macht eine RTG. Boah, ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand rausfliegt. Also im Moment
fokussiere ich mich, glaube ich, nur auf mich und denke darüber nach, wie meine nächsten Tage wieder. Bin trocken hier hinten. Ich hoffe für alle, dass sie ihre Ziele schaffen, aber wer jetzt rausfliegt, kann ich gar nicht sagen, weil ich so im Tunnelblick einfach bin und mich nur auf wie meine Sachen. Wie trinkt er, war? Wie trinkt er wahrscheinlich? Da bin ich schon mal gespannt bei Fabsa. Das Geld würde ich gerne spenden an Wings for Life. Die setzen sich schon seit etlichen Jahren dafür ein, dass es irgendwann eine Heilung gegen Querschnittslähmung gibt. Und ich als Extremsportler oder jemand, der viel Risiken auf dem Mountainbike eingeht, werden jetzt vielleicht ein paar Leute denken, okay, klar, aber du bist ja selbst schuld, wenn du dich irgendwie ablegst und dir den Rücken brichst. Aber laut Statistiken ist es so, dass die meisten Leute durch Unfälle zu Hause und auf der Arbeit und im Straßenverkehr im Rollstuhl landen. Und ja, Wings for Life setzt sich da unheimlich ein und forscht weltweit mit führenden Ärzten. Und das würde ich gerne unterstützen. Ja, Scholle, ich passe auf. Cora, überprüf mal. Zweites Video, wo man da aufpasst. Fritz Meinecke, Abenteurer, Bushcraft-Fußbusfahrer. Er ist seit Jahren die Anlaufstelle auf YouTube, wenn es um den Outdoor-Bereich geht. Alpenüberquerung, 1500 Kilometer Fahrradtour und diverse andere Abenteuer haben ihn bekannt gemacht. Doch seine Anpackmentalität gipfelt häufig in maßloser Selbstüberschätzung. Ist Erfahrung ein entscheidender Faktor? Digga, ich bin auch so schlimm, ne, in Sachen Selbstüberschätzung überall. Aber das macht mich zu dem, der ich hier bin. Gib mir Messer, gib mir einen Schlafsack, gib mir hier Defense 6, gib mir da so einen Feuerstahl und mehr brauche ich nicht. Einen kurzen Crashkurs in Angeln und dann geht's ab. Als erstes habe ich mich für einen 3x3 Meter Trap entschieden, um mich optimal vor Regen und Wind schützen zu können. Weiter geht's mit einem sehr, sehr dicken Schlafsack. Denn den kann ich zur Not aufmachen und wenn ich mehrere Tage nichts esse, baut mein Körper ab und ich friere auch deutlich schneller. Dann das Thema Wasser bzw. Nahrung. Hier kann ich mir was drin abkochen, auch was drin sammeln, ein Gefäß, ja, ein Edelstahltopf. Dann, um Feuer zu machen, brauche ich natürlich auch etwas. Hier gibt es einen schönen Feuerstahl in Orange mit einem orangen Stück Paracord, falls ich den verlieren sollte, dass ich den wiederfinde. Dann hier in dieser kleinen Box mein Angelset, bestehend aus insgesamt 25 Meter Schnur, Angeln, ganz wichtig, Haken und zwei Stahlvorfächern. Dann als vorletzten Gegenstand 30 Meter Paracord zum Basteln und für verschiedenste Projekte. Und als letztes das Herzstück meiner Ausrüstung, meine Kukri. Ja, ist eine Art Machete, ein Messer mit einem sehr schweren Kopf. Das heißt, ich kann hier irgendwie hacken, ich kann hebeln, aber ich kann auch ganz feine, filigrane Arbeiten machen. Die größte Herausforderung für mich ist definitiv das Thema Nahrung. So zumindest in der Theorie. Wie es wirklich in der Praxis aussieht, werde ich erst sehen, wenn ich draußen bin. Ihr könnt euch halt nur von Fischen und von... Ja, okay. Ich glaube nicht, dass ihr jetzt da ein Kaninchen hinterher rennen werdet. Also ich müsste wirklich Beeren und ich kann nicht angeln. Ich müsste halt komplett vegan unterwegs sein. Wer bricht als erstes ab? Für mich gibt es drei Wackelkandidaten. Ja. Das ist einmal Dave, einfach weil er die wenigste Vorerfahrung hat. Und bei Chris und Bommel bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die Motivation und das Mindset da ist, wie bei anderen. Aber auch da werden wir erst in der Praxis wirklich sehen und ich hoffe natürlich, dass sie mich eines Besseren belehren. Sollte ich den Sieg nach Hause holen, dann gehen die 10.000 Euro an Mission Erde e.V. von Robert Mark Lehmann, denn da war ich selbst schon mit bei den Projekten vor Ort und weiß, dass das Ganze gut investiert ist und in den Umweltschutz fließt. Ihr habt gerade alle Teilnehmer und deren Ausrüstung gesehen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt weiß keiner voneinander, was der andere mit hat. Auch ich nicht. Ganz kurz mal, viele meinten, erste Folge ist nicht so... Digga, ich finde sogar das finde ich schon interessant, ne? Also bis jetzt super. Aber genau jetzt das weiß ich, warum alle das reingeschrieben haben. Voll gut aufgebaut. Jetzt sehen wir das allererste Mal, was alle so dabei haben. Und wir gehen einfach so ein paar Rubriken durch und gucken mal, ob jeder dafür gesorgt hat. Und starten mit der Rubrik Shelter. Das heißt... Jeder mal aufmachen, alles zum Thema Shelter mal rauspacken. Ja, Shelter. Thema Shelter. Ja. Bah! Eat it! Ja, das ist schon ziemlich geil, ne? Okay, das ist Fabs wie Falschgeld. Das ist schon mal ganz spannend, weil Fabio und Chris haben anscheinend nichts für den Thema Shelter dabei. Krass, ey. Okay, aber ja, wir machen einfach mal weiter. Wollen wir das jetzt unkommentiert stehen lassen? Oder? Ja, weiß ich, was soll ich dazu sagen? Ich wollte gerade mein Werkzeug rausholen, es wurde wieder eingebaut. Naja, du willst quasi was bauen. Ja, ich will was bauen. Oder? Du denkst, dass du natürlich... Ja, ja, okay, ja. Also, cool. Auslegungssachen, was cool. Ja. Dazu. Okay, wir machen einfach mal weiter und gehen zum Thema... Mücken. Wärme in der Nacht.
Wärme in der Nacht. Wärme in der Nacht. Jetzt kommt das Nacktbild. Na, hoppala, hier klopft er noch ein bisschen. Na, aus. Na, oh. Was? Dich. Was? Oh, stark. Was? Oh, stark. Kurze Frage. Du hast nicht bei dir. Du hast nicht mal einen Schlafsack bei? Macht Feuer und so und. Scheiße. Okay, ich habe eine Frage. Okay. Hast du das schon mal ausprobiert? Nö. Ja. Ja. Dann möchte ich mal hier und jetzt schon sagen, ich möchte gerne meine ich hatte vorhin, haben sie gefragt, was ja. Glaube ich jetzt erst raus? Ich würde jetzt gerne nochmal was ändern. Ja. Ja. Okay, Alter, du bist ja echt mutig. Dann machen wir, Fabio, sag du doch mal eine Kategorie. Ja. Der eine fühlt sich so, du musst performen. Du rechts musst performen. Ich sag's dir, wenn Fabse vor dich kommt, hast du ein Problem. Sag ich dir ehrlich, wie heißt der ganz rechts? Ich hab's vergessen. Hier, lieber ein bisschen Bedecktheit. Wisst ihr, wer mein Favorit ist? Er ist mein Favorit. Reines Bauchgefühl. Er und er. Ich glaube, Dave, das wird Quatsch. Ich glaube, das wird auch Quatsch. Ja, mal gucken. Cam, was mit meiner Cam? Ach so, ihr seht jetzt, ach so. Oh, scheiße. Okay, damit ihr versteht, was ich meine, muss ich das nochmal zeigen, kurz die Minute. Oh, shit, ja. Achtet mal nur auf den rechts. Bah! Eat it. Ja, das ist schon ziemlich geil, ne? Da fehlt okay, noch. Okay, das ist das ist schon mal ganz spannend, weil Fabio und Chris haben anscheinend nichts für den Thema Shelter. Krass, ey. Okay, aber ja, wir machen einfach mal weiter. Wollen wir das jetzt unkommentiert stehen lassen? Oder? Ja, weiß ich, was dazu sagen? Ich wollte gerade mein Werkzeug rausholen, es wurde wieder eingebaut. Naja, du willst quasi was bauen. Ja, ich will was bauen, oder? Du denkst, das. Ach, das ist kein Hate vor dir. Das ist kein Hate. Ich gebe nur mein erstes Ding ab. Ich gebe meine erste Meinung von mir. Der Mann muss performen. Egal was ist, er muss vor ihm kommen. Das ist so, als wenn ich Teams bewerte und dann bewerte ich von jemandem das Team und der spielt irgendwie, weiß ich nicht, im Sturm Inzaghi und dahinter auf der 10 zockt Thomas Müller irgendwie und dann lache ich ihn voll aus und dann rasiert er mich. Das 10 vor 10 Beispiel. Deswegen. Das ist so natürlich. Ja, ja, okay. Ja. Cool. Auslegungssachen. Was? Cool. Ja, okay, wir machen einfach mal weiter und gehen zum Thema Mücken. Wärme in der Nacht. Wärme in der Nacht. Wärme in der Nacht. Jetzt kommt das Nacktbild. Na, hoppala, hier klopft er noch ein bisschen. Na, oh. Was? Dich. Was? Oh, stark. Was? Oh, stark. Kurze Frage. Du hast bei dir. Du hast nicht mal einen Schlafsack bei? Macht Feuer und so und. Scheiße. Okay, ich habe eine Frage. Okay. Hast du das schon mal ausprobiert? Nö. Ja. Dann möchte ich mal hier und jetzt schon sagen, ich möchte gerne meine ich hatte vorhin noch gesagt, was kommt jetzt an, erst raus? Ich würde jetzt gerne nochmal was ändern. Ja. Ja. Okay, Alter, Digga, du bist ja echt mutig. Dann machen wir, Fabio, sag du doch mal eine Kategorie. Ja. Dann hätte ich gerne die Kategorie Werkzeug. Okay, Werkzeug. Wenn du jetzt ziehen kannst und okay. Der hat 14 Tage nichts gegessen, der rechts. Naja, wenigstens da. Oh, Fabio, da bist du wieder mit dabei jetzt, oder? Ja, dann bin ich wieder dabei. Bestens also, ausgestattet bisher. Ja. Oh, warte. Oh, ja, klar. Slash. Alter. Ja. Da haben wir Messer und Säge. Bommel, nur eine Axt? Ja. Keine Säge, kein Messer, nur Axt. Stark, Alter. Okay, okay. Hier auch zwei Messersäge. Fabio geht wieder auf ein reines Messer. Alter, ich frage mich, was da drin ist. Okay, und hier haben wir auch Säge und Messer. Ja. Machen wir aber, weil wir eben gerade fast dabei waren, das Thema Gefäß. Nehmen wir es einfach mal Gefäß. Ja. Ey, Fabio, Alter, was? Alter. Was? Weißt du was? Der hat keine 7 mit, der hat nur 3. Ich sag's dir. Ja. Alter, Fabio, du machst mir Angst. Ja, also, kannst du auch rausziehen, du Schummel. So. Top. Fabio. Oh, Digga. Willst du in deinen Hut kotzen? Ich weiß nicht, was da drin ist. Jetzt musst du mal wieder eine Kategorie nennen, weil. Hakan, danke schön für den Sub. Der echt ist drin? Digga, mach keinen Scheiß! Alter, bist du durch? Das meinst du wirklich ernst? Nee, ist vollkommen ernst. Deshalb, also, du kannst auch hier fühlen, die Aufregung ist mittlerweile da. Ist das der Finisher-Move? Ey, mega Respekt, das überhaupt in Angriff zu nehmen. Ich bin. Noch habe ich aber nichts gemacht. Todesgespannt, was das wird. Ja. Also, meine größte Sorge ist, weil ich mich halt so krass auf dieses Projekt gefreut habe, dass ich mir die Woche damit versaue, weil ich nach ein, zwei Tagen raus bin. Aber das will ich natürlich nicht. Mein Anspruch ist natürlich, weil ich mich so krass freue, diese Woche durchzuhalten. Mhm. Und ja. Ja.
Ja. Vielleicht das Problem jetzt für alle anderen, früher rauszufliegen als Fabio, kommt dann wahrscheinlich nicht schlecht. Kommt wahrscheinlich nicht schlecht. Wird jetzt immer schlechter. Ja. Ich würde mal noch die Kategorie aufmachen: Nahrungsbeschaffung. Du hast kein Angestellt mit Niklas? Nee. Ach, also, wir sind jetzt zu dritt mit einem Fishing-Kit. Ja. Da hätte ich echt gedacht, dass irgendwie für jeder eins bedeutet. Ja, safe. Thema Feuer haben jetzt einige schon ausgemacht. Fabio hat Feuerstahl dabei. Okay, wir haben zweimal Feuerzeug. Rest hat Feuerstahl, aber jeder hat was zum Thema Feuer dabei, okay? Das gute Alte. Ja. Gut, ich habe noch eine Sache dabei, die habe ich noch nicht rausgepackt. Gehen Richtung Shelter, Basteln, sonst was haben wir auch schon. Paracord hat sonst... Ich schon. Alter, wie viel Paracord hast du dabei? 30 Meter, jeweils 10 Meter ist das. 10, 10, 10. So wie jeder andere. Oh. Paracord haben auch noch drei Leute, ne? Ja. Mhm. Gut, also mein Sack ist damit leer. Ich packe es noch nicht. Nein, auch noch nicht. Naja, dann holt mal raus, euer unnützes Zubehör. Oh, er geht auf die Moskito. Ja, nein, ihr kleinen Pussys. Pussy? Ihr kleinen. Ist ja egal. Wie die sich ausjieren. Das wusste ich auch, dass die deswegen auf die Moskitos gehen, Chat. Das habe ich direkt gesehen, deswegen habe ich erstmal gewartet. Kategorie, vielleicht unnötig, aber nein, es gibt mir den Vorteil des Schlafens. Fünf, und ich weiß, aus meiner Erfahrung heraus, und hört zu, Schlaf ist wichtiger als Essen. Wir sehen uns in 7 Tagen. Damit bin ich Mic Drop. Das, was er sagt. Das waren die Gegenstände der einzelnen Teilnehmer. Und damit er jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack kriegt, Julian, was er erwartet, Julian, ab. Film ab. Kuss, wie du immer von streamst. Ey, ich bin doch da für euch. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Jeder muss mit 7 vorher ausgewählten Gegenständen und der Kleidung am Körper auskommen. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt. Vollkommene Isolation. Es ist kalt, nass und hart. Ich hatte noch nie so eine Schwierigkeiten. Ich habe mich noch nie so gefühlt wie gerade eben. Mir ist echt kalt, es ist unfassbar. Absolute Stille, absolut krass. Das sieht aber gechillt aus, wie er da chillt. Dave. Ich merke auf jeden Fall, dass das nicht so einfach ist wie gedacht. Es tut mir so leid für alle, die ich jetzt enttäusche. Ich bin nicht für die Isolation gemacht, ey. Ohne Scheiß. Hyped, Bock, Angriff. Seven vs. Wild. Sponsored by Rhino Shield. Rhino Shield, hä? Super Handyhünder. Ehrlich, ich möchte dahin. Ich möchte da das nächste Mal dabei sein. Everything.